Spiel für dich wieder, erstes Spiel nach der Länderspielpause. Versuch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, also eigentlich war das Ziel, erstmal unfallfrei durch das Spiel zu kommen, ohne größere Probleme und Verletzungen. Dass es jetzt so gut gelaufen ist, schön. Umso besser, dass wir noch gewonnen haben, weil zum Ende hin wurde es ja noch ein bisschen eng. Aber zum Glück haben wir das dann in der Verlängerung dann irgendwie doch noch mal gewuppt. Hätten eigentlich auch 3 Punkte verdient gehabt, aber wir haben zum Schluss ein bisschen das Eishockey-Spiel eingestellt und haben so ein bisschen nur noch uns hinten reingestellt da. Und das ist gegen Mannschaft wie Herne natürlich echt schwierig und wird dann bestraft am Ende. Wurde ich am Ende ein bisschen müde da im letzten Drittel? Ja, müde natürlich auch. Wir haben natürlich, sag ich mal, 14 Minuten Vollgas gegeben, haben dann im letzten Drittel geführt und dann denkt man irgendwann so 10 Minuten verändert, jetzt spielen wir es irgendwie locker runter und haben dann vergessen, auch mal was nach vorne zu machen und haben uns dann so ein bisschen zu sehr auf die Defensive konzentriert. Und gegen Mannschaften wie Herne musst du halt immer vorne attackieren, dass man da auch mal Chancen kriegt und, sag ich mal, aus dem Drittel sich fernhält. Und dann haben wir es natürlich so ein bisschen versäumt, auch mal uns so einen Befreiungsschlag zu machen. Die sind dann meistens abgefangen worden oder irgendwo hängen geblieben. Und dann ist gegen eine Mannschaft wie Herne mit den Einzelspielen, die sie da haben, ist dann echt schwer, das zu verteidigen. Wie schwer ist es dann in der Verlängerung, den Kopf nochmal hochzukriegen? Ja, das ist natürlich, wenn man so lange führt und irgendwie den Sieg vor Augen hat, dann will man natürlich auch die 2 Punkte mitnehmen. Und wir wissen ja, dass wir es können. Wir haben es über 45 Minuten haben wir es bewiesen. Oder über 50 Minuten. Und da musst du jetzt einfach mal sagen, jetzt haben wir 5 Minuten da mit 3 Leuten, wo wir uns nochmal den Arsch aufreißen können, um das nochmal rumzureißen. Also glücklicherweise hat es diesmal geklappt. Aber nächstes Mal hätten wir dann auch gerne die 3 Punkte auf jeden Fall. Verletzungsfrei da rauszugehen war ja gar nicht so einfach, wenn man diesen Bandencheck gesehen hat, das ja. War ja ein ziemliches Schweineding. Ja, aber also war so 50-50. Also er hat natürlich, klar, er hat versucht mich zu checken, ich habe mich gerade in dem Moment gedreht, bin dann so ein bisschen runtergegangen und dementsprechend hat er mich dann am Kopf getroffen. Das nehme ich ihm jetzt nicht 100% übel, was ich danach dann, wenn ich gerade aufstehe, dann von hinten mich anzuspringen, das fand ich jetzt nicht so witzig. Nee. Aber okay, das ist dann Emotion. Das, die Emotionen haben ja letztendlich auch auf beiden Seiten dazu geführt, dass das zweite Drittel dann irgendwie ziemlich rau zu Ende ging, aber dann war ja auch gut, dass schnell Pause war. Ja, also das war gut, glaube ich, dass dann schnell Pause war und natürlich war es klar, dass wir im letzten Drittel auch ein paar Strafzeiten kriegen werden noch, auch wenn sie nicht unbedingt berechtigt waren. Das ist dann meistens so, dass die Schiedsrichter versuchen, das ein bisschen dann auszugleichen. So, und da muss man dann sehen, dass man da irgendwie unbescheid rauskommt. Haben wir ja auch eigentlich ganz gut geschafft, aber dann fehlten am Ende vielleicht auch nochmal die letzten Körner, um dann, sag ich mal, das über die Runden zu bringen. Das müssen wir halt ein bisschen besser machen nächstes Mal. Das Handgelenk ist noch gut getaped. Ja, ist noch getaped. Ist einfach hält. Es hält. Ja, also es ist ein bisschen, ist nur, die Kraft ist noch nicht 100% da, das merke ich noch, aber es ist stabil und ich kann es bewegen und das kommt jetzt nach und nach dann wieder, dass ich dann wieder 100%. Wie lange hast du trainiert jetzt die 2 Wochen? Ich trainiere schon seit 3 Wochen, immer langsam angefangen mit Tüte laufen, dann langsam mal einen Schlinger in die Hand genommen und dann ein bisschen gepasst, dann ein bisschen geschießen und jetzt die letzten 2 Wochen dann halt wieder voll. Ja, das dauert halt noch ein bisschen, bis wieder so ist, wie es mal vorher war. Ne? Das dauert halt eine Zeit. Super. Vielen Dank. Vielen Dank.